Letzte Parlamentssitzungen vor der Wahl sind immer spannend. Die Koalition aufgelöst, da gibt es dann immer Beschlüsse ohne Koalitionszwang, so auch heute passiert. Sonst natürlich alles Wahlkampf. SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern hat am Nachmittag eine unangekündigte Erklärung abgegeben, die, wie gesagt, alles Wahlkampf, auf harte Kritik aller anderen Parteien gestoßen ist. Erst heute früh hat der SPÖ-Chef bekannt gegeben, dass er von seinem Rederecht im Parlament Gebrauch machen möchte. Nach der Wahl müsse es gezielt ans Werk gehen, sagt Christian Kern. Am kommenden Sonntag ist Wahltag. Und dabei geht es bei allem Respekt vor den Abgeordneten hier im Hohen Haus nicht nur darum, wie Mandate verteilt werden. Und ich darf daran erinnern, es wird einen Tag danach geben. ÖVP-Chef Kurz ist nicht im Parlament, sein Stellvertreter verlangt gesetzliche Maßnahmen gegen schmutzige Wahlkampagnen und ruft zur Mäßigung auf. Wir sollten auch wirklich, und jetzt schließe ich mich sinngemäß dem an, was der Herr Bundeskanzler schon gesagt hat, zu einer politischen Kultur zurückkehren, die geprägt ist von wechselseitigem Respekt. Scharfe Kritik am SPÖ-Wahlkampf, Stichwort Affäre Silberstein, kommt von der FPÖ. Herr Kern, schämen Sie sich eigentlich gar nicht für all das, was Sie da angerichtet haben? Und ich sage, das ist ein Tiefpunkt der österreichischen Unkultur, die Sie da gelebt haben. Auch die Grünen verurteilen den Wahlkampf und kritisieren Kerns heutigen Auftritt. Und es ist schade, dass Sie dieses Recht des Bundeskanzlers missbrauchen und hier Ihren Wahlkampf ins Parlament tragen. Matthias Strolz von den Neos spricht von einer neuen Ära nach der Wahl. Die Zeit des rot-schwarzen Machtkartells mit den Sozialpartnern am Beifahrersitz, die auch noch ins Lenkrad greifen und wo die Opposition immer nur im Papierkübel landet, die Zeit ist vorbei. Und auch zwei wilde Abgeordnete, die mit eigenen Listen zur Wahl antreten, melden sich zu Wort. Peter Pilz kritisiert Kern. Glauben Sie wirklich, dass das Recht des Spitzenkandidaten der SPÖ ist, uns zu erklären, so heute komme ich ins Parlament und heute gibt es eine Wahlrede von Christian Kern? Barbara Rosenkranz, den Wahlkampf. Haben Sie nur irgendwie den Anflug einer Diskussion über die wichtigen Themen verfolgt? Sie werden mir recht geben, es war nicht der Fall. Das Parlament als Wahlkampfbühne, Fortsetzung folgt nach der Wahl.